ein sehr, sehr guter Aufhänger vor Sabines erstem Aufschlag. Haut dieses Spiel auch ganz viele Spenden rein. Geiler Wink. Ganz viele Spenden rein, weil wir haben ein Gewinnspiel am Laufen für diese wundervollen, sexy Brillen hier. Und zwar könnt ihr für alle 5 Euro, die ihr spendet, einen Lose nochmal Kopf werfen. Und wenn ihr mit etwas Glück dann beim Glücksrad gewinnt, könnt ihr eine wunderbare Athlete's Eyewear Brille gewinnen. Yes. So, es steht 1-0, Franzi im Surf. Welche denn eigentlich? Welche genau? Welche Brille? Es gibt nämlich verschiedene Modelle. Ich würde auch mal auf die Website reinschauen. Die haben echt ein breites Angebot an Sportbrillen. Sehr gut, der Link kommt in den Chat zu der Brille, die es heute zu gewinnen gibt. Wir haben hier gerade schon die erste Startler-Aktion gesehen. Julia mit einem schönen Block nach oben hat es nicht ganz geschafft, unter den Ball zu kommen für ihren Soft-Touch. Aber ist auf jeden Fall schon dran und wir sind im ersten Touch. Genau, das verspricht sehr viele Defense-Breaks in diesem Spiel. Und jetzt wird gerade überlegt, ob der Aufschlag clean war oder am Rand. Ich glaube, es wird wiederholt. Genau, heute ist die Brille, die es zu gewinnen gibt, die Game-Changer-Brille. Ihr könnt gerne mal auf der Website von Athlete's Eyewear gucken. Sehr, sehr schickes Modell, kann ich sprechen. Die Black and Gold Edition. Ich glaube, die, die ich gerade trage, ist auch die Game-Changer. Aber die andere Farbe, Rainbow oder so. Komm, hier. Komm, komm! Oh, schade. Komm! Richtig starker Block. Das, was Julia und Franzi unter anderem auch ausmacht, ist diese Energie. Julia pusht ihre Partnerin und insbesondere Franzi als ihre absolute Wohlfühlpartnerin so gut im Spiel. Und man merkt, sie sind jetzt gerade schon in den ersten Bällen gut an den Touches dran. Da ist ganz viel Energie drin. Let's go! Und dann richtig schön weggeboomt von Julia. Keine Chance. Aber schöner Druck im Aufschlag auch durch Sabine für den zweiten. Okay, 3-2, Franzi im Aufschlag. Ja! Schöner Abschluss. Sehr, sehr cool. Das finde ich auch so beeindruckend bei Nora, weil man echt erst im letzten Moment entscheidet sie sich dann doch nochmal für eine andere Richtung im Angriff, sodass die Defense wirklich häufig verladen ist. Nein. Let's go! Sie liegt immer noch drin. Sie liegt immer noch auf der Linie. Das war beim Aufschlag. Ja. Ich hatte das auch aus diesem Blickwinkel gut gesehen. Franzi war leider ganz, ganz knapp in der No-Hit-Zone bei ihrer Landung. Ja, für diejenigen, die neu im Sport sind, die kleine Zone, die man im Stream auch gerade sehr gut erkennen kann, 45 cm um die, das Netz hinweg ist die No-Hit-Zone. Das heißt, nach deinem Abschluss oder bei deinem Abschluss darfst du mit keinem Körperteil in der No-Hit-Zone stehen. Wenn du das tust, verlierst du den Punkt. Und jetzt haben wir hier das erste Break gesehen von Nora, nämlich ein kurzer Aufschlag. Let's go! Beziehungsweise schon das zweite hintereinander, weil Franzi davor ja durch den durch die No-Hit-Zone-Violation. Ah, ich dachte, das war noch aus ihrem. Das war ein Break-Chance, glaube ich, für die Startlers. Aber vielleicht vertue ich mich auch. Hey. 4-5. Ja, zweite. Julia und Franzi mit dem Put-On auf 2. Weil sie sich sicher in der Defense fühlen, sind auch wieder am Touch dran. Voll, da ist der Ball leider ein bisschen hängen geblieben bei Julia. Mhm. Unser Ball, auf geht's. Come on, let's go. Dein Weg. 6-4, kann Sabine wieder Druck machen. Schade, geil. Ganz knapp am Rim. Man sieht, wie viel Spin Sabine auf ihren Abschlag bringt. 6-4, ja, Zeit. Gut, und rum. Saubere Annahme, schön zum Set gezogen. Damit macht es Julia Franzi unfassbar leicht, den Ball zu setten und dann für Julia wieder ganz viel Winkel im Abschluss. Ja, alles ja. Ungefähr das Traum-Side-Out, was du haben willst. 5-6. Ja. Erste. Komm, hast mich! Komm! Okay, da sind sie. Jawohl! Let's go! Den Hit nicht getroffen, aber Julias Set geht in die Front Pocket und dementsprechend drüber. Und ganz widerlich kurz, sodass Sabine und Nora nicht ganz bereit waren für den Touch. Wir haben hier direkt eine schöne Rallye gehabt. Ich glaube, der Aufschlag von Franzi ging so auf die Linke. Ich weiß nicht, ob es ein Reverse war. Gucken wir mal jetzt aus der Perspektive. Komm! Komm an. Und Nora Hit on 2. Ja. Das ist auch immer eine gute Gelegenheit, gerade wenn man sieht, dass da die Lücke ist.
Aber man will den auch nicht auf den Rim hauen, weil dann absolut. Hätte man vielleicht doch lieber gesettet. Das kenne ich auch sehr gut. Manchmal ist es eine super Option und in anderen Situationen macht es auch mehr Sinn zu setten. Ja. Wir droppen gerade nicht so viele Frames. Gerade scheiße? Let's go, okay. Come on! Wir lösen das Problem in Windeseile. Wir haben ja die beste Regie-Stream-Crew, die man überhaupt im Mountnet kennt. Nämlich Marcel und Philipp, und die lösen für euch jedes Problem hier mit dem Stream. Ja. 8-6, Nora versucht wieder mit Druck in den zweiten Aufschlag. Ja, es macht ja auch Sinn gerade, ne? Ich habe das Gefühl, dass Nora und Sabine noch nicht so richtig wissen, wie sie in der Defense stehen wollen. Also sie wissen es wahrscheinlich schon, aber es klappt noch nicht so richtig. Und dann ist es auch eine gute Idee, einfach zu sagen, okay, dann versuche ich mal mehr Druck im zweiten Server auch zu machen. Gleich dadurch eine Chance zu bekommen. Jawohl. Das war der klassische Nora-Schlag. Sie sieht die Lücke und sie legt den Ball da rein. Obwohl man dann natürlich bei Julia und Franzi extrem aufpassen muss. Ja, aber es kommt auch noch hinzu, sie hat auch noch das Set angefaked. Ne? Ja. Also sie hat ja erst angedeutet, als würde sie setten. Das ist natürlich dann super schwierig für die Defense. Bleib immer noch. Den kriegst du immer noch. Einfach ja. Ja, einfach mit Kraft weg funktioniert gerade wirklich richtig gut für die Startlers. Ne? Vielleicht wäre es da eine Möglichkeit, die Defense in irgendeiner Form umzustellen, weil manchmal, zumindest ist es bei mir so, ich stehe auf der anderen Seite vom Netz, ich sehe, wo der Ball hinkommt, ich sehe, meine Partnerin steht im Block, die ist irgendwie näher dran eigentlich an dem Defense-Touch, die müsste sich aber erst umdrehen, wenn ich in dem Moment, wo ich denke, lauf, 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 einfach selber lossprinte, dann ist vielleicht manchmal die Wahrscheinlichkeit höher, als dass meine Partnerin hat, okay, ich kriege ihn nicht im Block, ich drehe mich um, ich laufe dann los. Aber das ist natürlich eine Absprache und die muss da sein. Das passiert Julia nicht so oft. War ein Settingfehler leider. Ja, der ist auch wieder in der Hand so ein bisschen hängen geblieben. Ich bin mal gespannt, wie weich der Ball ist. Weil das kann schon mal passieren, wenn die Bälle sehr weich sind, dass die ein bisschen mehr in der Hand hängen bleiben. Ja. Gerade Nudeln ohne Pfeffer, also Nora und Sabine mit insgesamt 4 Punkten Vorsprung, zeigen sich gerade ein Ticken souveräner in ihren Abschlüssen und in ihren Sets als die Startlers. Ja. Sabine. Und da war die Defense-Chance. Ja, das ist spannend, weil wir ja gerade noch darüber geredet haben, dass sie in der Defense noch nicht so viele Touches hatten, aber sie führen ja trotzdem. Und jetzt gerade war dann die Block-Chance von Nora. Ja. Und das ist ja auch Noras Signature-Defense, also der breite Block am Netz. Ja. Sehr, sehr schön. Da war wieder der, wo man erst denkt, dass die Nora einen Pull-Angriff spielt und den dann aber doch lang nach vorne raus. Wir sehen es nochmal im Replay. Richtig schön. Ja. 12-9. Ja. Rum. Der viel Spin ist so in die Geil! Der war so schön. Der ging gar nicht hoch. Nora lobt nochmal den Abschluss von Franzi. Der war einfach nur clean. Der war halt auch wirklich extrem flach, dass ich sogar schon dachte, war der vielleicht auf dem Rand? Aber cool, dass Nora da einfach direkt sagt, der war clean. Ja. Jetzt sieht man auch nochmal den platzierten Abschluss von Sabine. Schauen wir auf das Set und dann schön die Lücke gesehen, reingelegt. Ja. Hey, wir sind jetzt gerade so im Midgame. Julia und Franzi müssen so ein bisschen ihre Ruhe und ihre Sauberkeit ins Spiel bringen, würde ich sagen. Ja. Damit die jetzt die zwei Breaks, die sie hinten liegen, wieder aufholen können. Ja, ich bin mal gespannt, ob sie irgendwas suchen umzustellen. Mal schauen. Ihre Defense steht gerade relativ weit weg, habe ich das Gefühl. Also die stehen, machen nicht unbedingt am Netz zu, sondern sind eher beide auf der Höhe Aufschlaglinie. Ich gucke mich überall gleichzeitig hin. Genau. Halt den Aufschlag an. Replay. Julia called high. Observer called auch high. Stark. Wunderschön. Come on! Da hat auch Julia so ruhig gesettet. Das war sehr, sehr stark. Aber wow, stark habe ich gar nicht gesehen. Nora vorher, doch. Und damit sind sie jetzt einen Break wieder rangekommen. Nein.
erst schön Druck im Aufschlag gemacht und dann den Defense hat so schön verwandelt. Zweiter einfach drauf. Ja, schön. Da hatte Nora auch eine kurze Sekunde, wo ich dachte, schlägt sie jetzt auf zwei und hat sich dann dagegen entschieden. Ja, also ich glaube, sie macht das auch wirklich bewusst, ne? Dass sie wirklich faked, damit die Defense auch erstmal auf sie achtet und dann zu Beinen einfach ein offenes Feld hat. Ja, lass einmal von Abstand. Ja. Auf geht's, wunderbar. Ja. 4-2. Ja, erst 2. Oh, oh, oh. Sabine, wieder mit Granit. Ja! Und da fliegt Franzi einmal für das Set. Jo, wunderschön. Wir gucken uns den nochmal an. Richtig starker Aufschlagdruck. Und Franzi macht Julia diesen Punkt absolut richtig. Die beiden kommen ja auch aus dem Volleyball. Und das sieht man in solchen Aktionen natürlich dann auch, dass sie da einfach das vom Bewegungsablauf voll gut kennen, zum Ball zu springen und zu diven und den dann irgendwie noch hochzubringen für die Partnerin. Richtig stark. Der war sehr cheeky. Der war sehr schön. Auch wieder ein perfektes Set von Sabine. Ja, man merkt schon, dass eigentlich die Sideouts, die Sideout-Quoten, glaube ich, wenn man welche hätte, wären ganz schön hoch. Also alle vier sind wirklich sehr stark in ihrem Sideout und machen meistens den Punkt. Und gerade finden, also am Anfang, die ersten zwei Punkte hatten wir noch gesagt, Julia und Franzi sind irgendwie an jedem Touch dran, haben ihre Finger überall. Und gerade finden Nora und Sabine einen sehr guten Weg, um ihre Sideouts so clean zu spielen, dass sie überall dran vorbeikommen und den Startlass nicht so richtig ihre Defense-Stärke lassen. Toll. Genau. Zum Thema cleanes Spielen. Beide Teams haben übrigens im Turnier noch keinen einzigen Satz verloren. Das heißt, das ist richtig, richtig stark, was wir hier Also gestern dann auch nicht. In der Gruppenphase gestern. Jetzt. Okay. Komm, komm, komm. Ja. Jetzt hatten gerade den Ball vorher hatten Franzi und Julia einen Touch. Standen auch ein bisschen näher am Netz. Da hattest du ja eben mal dich gefragt, ob man da nicht mal was verändern könnte. Lauf, lauf, lauf! Auf geht's. Ran, Sabine. Schönes Set. Geil. Und weiter. Da stehen Julia und Franzi perfekt. Richtig geiles Kurs. Super gut. Stark. Schöne Rallye. Wie ein kleiner Pinguin auf dem Boden. Wir gucken uns den nochmal an. Und danach der Sprung über die No-Hit-Zone. Voll gut. Franzi macht hauptsächlich rechte Aufschläge gerade, ne? Als ich sie, also war vor ihrer Verletzung, aber da hatte sie sich gerade den linken so gut erarbeitet und hat damit so viel Druck gemacht. Mal sehen, ob wir den gleich auch nochmal sehen. Ja. Ich finde es auch spannend zu beobachten. Julia und Franzi gehen immer wieder zusammen, besprechen sich immer noch mal kurz, wie sie jetzt weiterspielen wollen. Aber diese Energie und Lautstärke vom Beginn des Satzes, die ist schon so ein bisschen bei den beiden verloren gegangen. Vielleicht können sie sich da ja nochmal irgendwie reinpushen, ne? Also dieses laute, selbstbewusste. Das weiß ich nicht, aber einfach das laute Pushen, das ist gerade so ein bisschen weg. Mal gucken, ob das wieder kommt. Eben der Aufschlag von Nora, da haben Julia und Franzi einmal kurz nachgefragt, ob der high war. Die Observer, in dem Fall Sascha, gibt den Klick. Und jetzt Nora wieder im Aufschlag. Gut. Sind wir tatsächlich absolut in der Crunch-Time. Ja, Scheißendreck. Hat es da. Ja, voll. Kurzen Aufschlag hat Julia jetzt gehabt. Das war ja am Anfang auch noch mal zwischendurch ein Ass. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sie jetzt darauf vorbereitet sind, dass Nora manchmal diesen kurzen da reinlegt. Sie den unbedingt haben wollen. Was ist der Score? Jetzt 16-18. Gucken, ob Julia mit ihrem Aufschlag Druck machen kann. Hi. Ich bin so bei dir. Komm. Ja, jetzt. Y? Ja. 6, 8? Ja. Zweite. Zweiten. Leg drauf, vertrauen in ihre Defense. Jawohl. Aber Sabine gibt Nora das perfekte Set. Ja, Nora findet die Lücke. Und Nora ballert den auch wirklich weit weg. Nora ist übrigens diejenige, die in Kiel noch gesagt hat und auch heute vor ungefähr 2 Stunden, ich kann nicht ballern. Haben wir gerade gesehen. Lüge, Nora. Du, komm! Was vielleicht auch ganz spannend ist, die Stadlers haben vorhin vor ihrem Aufschlag einmal das Wort Y gesagt. Mhm. Und ich glaube, dass es dann ihre Defense
Taktik. Ne? Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, Defense zu spielen. Man will einen Block stellen, man will lieber weiter weg sein. Eine Person geht kurz, eine lang. Da gibt es ja ganz viele Variationen. Und Y ist dann sozusagen das Codewort für einer dieser Abwehrstrategien. Vielleicht können wir da im zweiten Satz nochmal, wenn wir das Codewort nochmal sehen, gucken, was genau hinter dem Code ist. Obwohl ich nicht weiß, ob wir das verraten können. Weiß ich auch nicht. Okay, Satzball für Nora. Erstmal im Aufschlag, das heißt, erstmal aus der Theorie ein bisschen im Nachteil. Ja. Aber gucken wir mal, ob sie das, den Satz mit einem Break beenden können oder ob die Startler nochmal die Möglichkeit haben. 2017 ist schon echt komfortabel für den ersten Satz. Mal gucken. Ja. Vor allem mit der Side-Out-Sicherheit. Ja, du! Schade, Sabine. Geiler Touch und dann so ein bisschen die Unruhe drin, um den Soft-Touch wirklich clean zu setten. Wenn da ein bisschen mehr Ruhe drin ist, dann kriegt sie den richtig hoch. Richtig guter Touch auch. Okay, wieder Y. Wir achten drauf. Ja. Und hier. Ah, schön. Eine ziemlich nah, aber Nora findet auch da die Lücke. Ja, Franzi hinterläuft die Aufschlägerin. Okay. Geht dadurch rum. Okay, 21:18 für Nudeln ohne Pfeffer. Okay. Das regnet ein paar Coins für ein paar Leute. Die Vorhersage ging sehr, sehr klar auf die Startlast mit fast 80%. Das heißt, herzlichen Glückwunsch an die Leute, die ihre Coins auf Nudeln ohne Pfeffer gesetzt haben. Ja. Wir haben aber tatsächlich ja sowohl von den Startlers als auch von Nudeln ohne Pfeffer gerade sehr, sehr geile Aktionen gesehen. Dementsprechend ist es für mich auch gar nicht unbedingt klar, was jetzt im zweiten Satz passiert. Ich glaube, es ist gut, wenn Julia und Franzi nochmal einen Ticken hochkommen in ihrem Surf-Pressure und auch ihren Receive ein bisschen sauberer kriegen. Damit hatten sie jetzt so ein paar, also haben sie die Tür aufgemacht für ein paar Break-Chancen von Sabine und Nora. Wenn sie das sauber kriegen, dann sind sie auf jeden Fall dabei und haben Chance, auch den zweiten Satz jetzt hier zu holen. Ja. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass ich, dass die beiden sich da jetzt reinpushen können und hier nochmal einen richtigen Fight rausholen. Ich finde das wirklich ultra nervig. Ich muss jetzt mal gucken. Das sowieso. Also wenn zwei Spielerinnen hier fighten können, dann sind es Julia und Franzi. Meine erste Assoziation zu den beiden war bei den Indoor Masters 2020 in Köln, wo die beiden irgendwo im Finale 10 Meter weit weg vom Netz beide auf dem Boden gedeift lagen, um irgendwie diesen Ball noch zu kriegen. Ich glaube, das war das erste Turnier, zumindest das erste größere Turnier, was die beiden zusammen gespielt und dann auch direkt gewonnen haben. Dabei gab es noch ungefähr diese Größe, ich passe gar nicht in Frame, so groß ist der Pokal gewesen, der auch ganz lange bei denen in München in der WG stand. Der war, glaube ich, eigentlich als Wanderpokal gedacht, aber dadurch, dass die Indoor Masters danach nicht nochmal stattgefunden haben, ist der immer noch bei der Startlerstation und ich glaube, die finden den auch sehr, sehr schön. Cool. Ja, das ist eine voll die schöne Erinnerung. Voll. Ja, Regenwurm hast du, also vermutlich heißt das Regenwurm. Hast du vollkommen recht. Die Sets von Sabine, ich finde immer, Sets sind so der unspektakulärste Teil des Spiels, der so viel ausmacht, weil ein schöner Abstoß ist nur möglich mit einem schönen Set. Total. Und die Sets von Sabine sind absoluter Zucker gerade. So ungefähr. Absolut. Stabil, zentral. Nora kann sich extrem gut darauf einstellen, wo der Ball hinkommt. Ja. Und das macht gerade den Unterschied. Dadurch sind die beiden im Sideout so viel stabiler gewesen. Also so viel. Das ist schwierig. Es ist auch sehr spannend, gerade zu sehen, wie die beiden Mannschaften so die Satzpause angehen. Sabine und Nora seht ihr ja am Set, die gerade noch mal ein paar Serves machen. Und die Startlers haben sich zurückgezogen und sitzen hinten und besprechen noch mal mit dem Trainer. Vielleicht verschiedene Strategien, was sie vielleicht verändern wollen jetzt für den zweiten Satz. Ich bin sehr gespannt. Die Absprache von vor dem Spiel, das ging da ja ein bisschen hin und her, ist tatsächlich, dass die Teams ohne Hardcap spielen. Das heißt, wir können hier ganz viel, ganz lange Spaß mit den Teams haben. Das macht ja auch einfach Sinn. Ja. Poaching im Roundnet, eine unfassbar unterschätzte bzw. noch nicht ausgeschöpfte Leistungsquelle, finde ich. Das ist für dich ja immer super schwierig, weil du aus dem Beachvolleyball kommst und da gibt es während des Spiels kein Coaching. Es ist verboten. Es ist verboten. Deswegen hat Merle immer diesen Moment, oh Gott, es kommt jemand, will mir was sagen, das ist verboten, geh bitte weg. Ja.
Aber im Roundnet ist es nicht verboten. Geiler Aufschlag übrigens. Und die Beobachtung von außen bringt dir nochmal so viel und kann dir, wenn dir jemand gutes Tipps geben, gibt so viel geben und nochmal einen richtigen verschaffen. Komm! Sehr schön. Butterset. Ich komm nicht durch bei dir, ich stehe hinter dir. Das habe ich gar nicht gesehen. Wir gucken uns das nochmal eben an. Franzi sagt, sie hätte hinkommen können. Ja, ist weit weg, aber ich versuche durchzukommen. Ja, im Replay kann man es ein bisschen besser sehen. Im Echt habe ich nicht wahrgenommen, aber ich habe auch nur auf den Abschluss geguckt. Ja, also der Abschluss war super flach und ging sehr schnell nach unten. Deswegen die Wahrscheinlichkeit, dass Franzi da hinkommt, ist, glaube ich, relativ gering, aber sie kommt wirklich gar nicht los. Ja, wenn sie da zu einem Dive ansetzt, kommt sie schon noch an den Ball dran, glaube ich. Deswegen den Call kann ich auf jeden Fall verstehen, aber dafür haben wir Observer und können das rausgeben. Das ist tatsächlich in dem Fall sehr cool. Kurzer Aufschlag. Let's go! Und richtig schöne Rückhand von Franzi. Yes. Aus der Fan-Crowd kommt. 7 Asse jetzt, Julia. Okay, los geht's. Es ist eine sehr konkrete Angabe, finde ich. 7. 2-1. Ja. Erste. Nein. Julia mit ihr. Das Dance. 2-1. Ja. Zweite. Jawohl! Come on! Der war gut. Jawohl! Stark, Julia. Er dreht sich so ein bisschen über Sabines Schulter drüber, aber sie blockt ihn leicht an der Schulter hoch. War kurz einmal die Frage, ob der clean ist. Genau, ihr könnt jetzt noch den letzten Punkt eure Coins reinwerfen. Wir sind jetzt bei einem sehr, sehr ausgeglichenen Stand wieder in der Vorhersage. Und ihr habt noch genau für diesen Punkt Zeit, alle eure Coins da reinzuwerfen. Richtig, dass 7 nicht konkreter ist als 5 oder 10, aber ich muss mal Paul fragen, wo die genau herkamen, wie er sich die überlegt hat. 2-3. Ja, erste. Nee, schade, geiler Besuch. Komm mal, ja, auf die Zeit. Ich hab dich. Ja. 2-3. Ja, zweite. Ja, komm mal. Boah, Nora, du bist so frech. Das ist sehr frech. Aber smart, einfach absolut nur effektiv. Ja. Egal, wir sind noch vorne. Wir sehen uns nochmal im Replay. Und es war wieder so ein bisschen, das Set ist so ein bisschen weggerutscht, ne? Dadurch haben dann Sabine und Nora die Chance. Ja. Aber was Sabine gerade sehr gut gemacht hat, die hat. Man hat gesehen, sie hat quasi im ersten Aufschlag voll durchgezogen und im zweiten hat sie nicht draufgelegt, aber sie hat ganz aktiv so ein bisschen von ihrem Speed da rausgenommen, um zwar eine widerliche Position zu treffen, aber den mit einer höheren Percentage aufs Netz zu bringen. Und genau das hat ihnen das Break verschafft. Sehr, sehr gut. Und Nora haut ihn wieder weg. Sogar Set. Halt auch sehr spannend, weil durch diesen zweiten Bällen von Nora bräuchte man ja theoretisch noch eine weitere Defense-Strategie, ne? Weil man macht sich ja eigentlich bereit für den dritten Kontakt. Come on! Let's go! Sie macht's schon wieder. Das ist unfassbar. Okay, wir gucken uns das Ganze nochmal an. Richtig geiler Recovery-Set von Julia. Franzi bringt ihn mit allem Effort drauf. Nora sieht, die beiden sind noch komplett am Boden und raus und droppt den Ball da drauf, hat aber diesmal tatsächlich Glück, weil der war gerade so noch in der Aber ich habe, also zweite Bälle kennen wir ja schon, aber zweite Bälle, die man einfach nur drauf droppt, die sind ja viel zu krass. Mal gucken, wie oft sie das noch durchbringt, diesen Satz. Den hat Mario bei der Trophy auch einmal gemacht, in irgendeinem Krankenspiel, relativ closer Stand und hat ihn einfach drauf droppen lassen und hat danach sowas gesagt wie, ein gutes Pferd springt nicht höher als es war. Aber das war im dritten, oder? War das auch der zweite? Ich glaube, das war der zweite. Kontakt. Okay. Ich weiß es nicht genau. Es war aber auch genau dieser Drop. Das war der zweite, sagt Philipp. Und Philipp hat als Real das Ding geschnitten und deswegen wird er das wissen. Julia versucht einen Cut, hat man gerade richtig gut gesehen aus der Perspektive. Yes. Komm, hast du mich an. Ich bin dein Schütze. Fünf beide. Ja. Nächste Teamname von Nora und geiler Winkel beim Abschluss. Von Nora und Sabine wird Bock dirty to me. Was die alles für Bälle gerade spielen. Immer so ein bisschen die Dreckigen.
Aber jetzt gerade auch, ne, die Defense stand wirklich gut und Nora findet trotzdem die Lücke, um an den beiden vorbeizuspielen. Und jetzt siehst du auch Nora und Sabine viel im Gespräch und viel, okay, was machen wir als nächstes? Ja. Ich finde, das kann sehr viel Druck von der Aufschlägerin nehmen, wenn das vorher mit der Partnerin abgesprochen ist. Und gerade, sie fühlt sich sicher in der Defense. Nora bringt den Touch. Schwieriges Set für Sabine. Aber Nora ist drauf. Das müsste Julia. Let's go! Sehr stark. Und da wird es auch nochmal laut hier. Die beiden pushen sich jetzt richtig hier rein. Wie oft die vier es auch schaffen, aus einem Set, was relativ weit weg ist, den draufzubringen. Das ist wirklich stark. So, die Rallyes gehen immer weiter. Und erst das Team, was einen cleanen Abschluss macht, gewinnt die Rallye. Ja. Und nicht durch einen Fehler oder so. Super schön. Starker Abschluss von Sabine. Auch im letzten Moment so ein bisschen den Winkel verändert. Beides Halbfinale haben wir leider keine Ahnung. Die spielen relativ weit weg von uns. Wer da spielt, wissen wir aber. Und zwar ist das Cactus & Jean, also Chrissy, Christine und Ricky gegen Flink. Chrissy und Theresa. Also ja, genau. Julia und Franzi haben auf jeden Fall noch ein bisschen mehr in ihrem Aufschlagarsenal, was sie rausholen könnten. Ich glaube, da schöpfen sie gerade nicht ihr Potenzial komplett aus. Und dann würden sie, wir haben ja eben auch schon das Ass von Julia gesehen, zumindest auch nochmal weniger cleane Sideouts verursachen bei Nora und Sabine. Braucht man leider, um die entspielen zu können. Ja, ich bin mir da nicht so sicher, weil ich bin der Meinung, dass Nora einer der besten Receiverinnen ist, auch im Mixed. Und das macht sie so brutal stark. Von daher weiß ich gar nicht, ob man wirklich da auf Aufschlagdruck und auf das Risiko, den Doppelfehler zu machen, gehen sollte. Oder ob man nicht vielleicht doch lieber Defense versucht. Jetzt schleichen sich auch so ein bisschen die Fehlerchen ein. Also irgendwie muss nochmal dieser Moment kommen, hey, wir können das, wir stehen hier selbstbewusst und wir spielen komplett fokussiert das Ding durch. Schade, so ein geiler Versuch. Da ist gerade das altbekannte Momentum ein bisschen auf der anderen Seite. Ja, die anderen beiden wirken gerade sehr entspannt und auf geht's. Gar nicht irgendwie nervös oder so, ne? Ja, du. Komm, auf geht's, weiter. Binder! Ja, schwierige Situation jetzt. Nora called Kinder in ihrem Schlag. Weil das war ja ein schlechtes Set. Genau. Sagt auch selber jetzt schon, es ist Wiederholung. Wer hatte Surf, du, ne? Hat den Ball aber weggemacht. Hätte sie nicht hintergecallt, hätte sie den Punkt bekommen. Jetzt müssen sie wiederholen, weil sie halt hintergecallt hat. Ja. Aber schade, so haben sie sehr schnell geregelt gekriegt, die Situation. Sorry, aber hast du nicht angenommen? Nee, war ist nicht. Okay. Ah, du hast auf zwei Geld, deswegen. 9. Ja, zweiter. Ist okay. Das ist der erste. Ja, genau, der Hit on Two von Franzi ist leider nicht durchgegangen. Da hat sie eine blöde Pocket erwischt. Ja, aber wenn du in die No-Hit-Zone fällst, beziehungsweise rein musst, weil es ein Hinder ist, dann ist es trotzdem dein Punkt. Das kann man dann quasi im Nachhinein callen. Und genau. Deswegen, also wenn man quasi nicht rauskommt aus der No-Hit-Zone. Schöner Aufschlag. Richtig schön durchgeschwungen. Ah, da stehen sie nicht gut. Aber das war so eine schöne Linke von Franzi. Unfassbar. Absolut. Franzi ballert schön durch, aber Nora und Sabine beide irgendwie, also neben der Linie des Balls und sind auch mit den Körpern nicht zu, also mit der Schulterachse nicht zum Netz gedreht und nehmen schwierig an die. Komm! Super! Geil gespielt. Sehr schön. War auch wieder ein kleiner Fake von Nora, ob sie den zweiten macht. Ich weiß nicht, ob dadurch die Startler so ein bisschen noch nicht bereit standen in der Defense. Mhm. Aber dann auch einfach super flach von Sabine. Ja. Ja. Surf. Let's go, lau! Ich bin hier! Ich bin lang. Let's go! Come on! Richtig stark. Und das ist genau der Ball, den ihm im
ersten Satz quasi gefehlt hat. Da hat Sabine mehrmals so ein bisschen war dran an diesem ersten Touch, aber hat es nicht ganz durchgekriegt und jetzt haben sie ihn durchgekriegt. Man muss auch sagen, die beiden spielen gerade wirklich so gut. Wir haben ja auch eben, ich weiß nicht, ob du dabei warst, also ich habe mir auch eben das Viertelfinale so ein bisschen noch angeguckt von Zubein und Nora gegen Aperolspur, genau, ja, Paula und Sassi. Und das ist ja jetzt gerade nochmal anderes Level, finde ich. Also das nochmal, haben die sich nochmal richtig krass gesteigert, Nora und Zubein. So viele Touches, geile Surfs, das Gefühl, es funktioniert gerade alles. Ja, voll. So, und Julia und Franzi müssen wiederum jetzt ein bisschen aufdrehen. Sie sind ungefähr an derselben Stelle wie im ersten Satz. Ja. Komm, ich hab dich. Obwohl sind. Okay, mal gucken, ob Franzi Aufschlagdruck aufs Netz bringt. Nein. Schade, der war sehr knapp. Let's go. Hast du wieder. 10, 12? Ja. Seite. Komm mal hier. Komm! Ja, Mann! Sehr schön. Ich kann es nicht einschätzen, ich bin am Boden. Ich würde die Observer fragen. Okay. Halt so die Startlers callen Hinder in der Situation. Nora ist da in der Nähe. Die Observer besprechen sich kurz. Nicht, aber deswegen frage ich ja, weil ich halt nach hinten. Ja, ist doch auch fein, dann sehen die das doch dann. Wir gucken uns das Ganze nochmal an. Okay, ja. Nora settet ist unten. Ja, schwierig. Ich duck mich halt nur, ich kann nichts. Für mich ist es, glaube ich, keiner. Ja. Aber dafür haben wir Observer, die werden das jetzt entscheiden. Und dementsprechend. Ja. Im Replay sah es eher so aus, als würden die beide versuchen, an Nora vorbei, also nach hinten zu laufen und nicht in Nora rein. Ne? Aber wir stehen ja nicht auf dem Spielfeld, wir können es ja nicht nachfühlen. Ja. Die Observer callen Redo, also geben den Hinder. Okay, dann nochmal Surf. Nein. Schade. Die sind echt knapp, die kommen meistens auf den vorderen Rand. Ja. 10, 12. Ja. Zeit. Komm! Das war schlecht, entschuldige. Alles gut. Hat gereicht. Nora Valadin auf 2 weg. Gibt den Startlers eigentlich eine ganz gute Chance. Franzi kommt nicht ganz dran. Und Julia auch nicht. Die waren beide schon fast dran. Julia ein bisschen weiter vorne und Franzi hinten. Beide fast den Touch. Da ist dafür eine Fingerspitzenlänge hoch. Bisschen auf dem Kopf, aber ist gut. Sicher? Ja. Okay, wir sind bei 13-10. Selbe Stelle wie im ersten. 3-0. Ja, erst. Kurz! Den hat sie. Ja, scheiße! Dora fliegt schön in den Block rein, kriegt einen aber nicht, weil Julia einen extrem flachen, kurz, schönen Abschlag spielt. Total. F13. So, was kann Julia machen? F13. Ja. Hammer! Let's go! Und schon wieder droppt der Ball einfach ins Netz. Geil. Schon wieder diese Situation, dass irgendwie so halb Hinders, aber weil Julia und Franzi den Defense-Touch haben, wollen sie natürlich da auch keinen Hinder callen. Und für alle, die ihr Defense-Game approven wollen, das ist das perfekte Set aus der Defense gewesen. Man hat schön gesehen, dass genau in einem schönen Bogen in die Mitte vom Netz geflogen ist. 4-2. Ja, erste. Wir bereiten uns hier in Hamburg schon mal auf Hamburger Wetter vor. Ja. Ich habe oft das gerade schon gespürt auf meiner Haut, dass es kühler wird. Vorhersage sagt. Ja, lauf, lauf, lauf! Schöner Hit von Julia. Ja. Schön nochmal ein bisschen mehr rumgezogen. Julia damit aus dem Spiel genommen und Sabine kommt nicht ganz dran. Ja. Müsste sie so ein bisschen mehr früher reinschieben. Dadurch, dass sie den Ball hinterher rennt, macht sie es sich unfassbar schwierig. Ich habe das Gefühl, sie wissen schon immer, wo sie stehen wollen. Mhm. Also sie stehen schon immer in der richtigen Richtung. Dann ist halt die Frage, kriegt man den Touch oder ist der einfach zu gut weggejagt? Okay, komm, du hast mich. Ich hab dich. So wie immer, komm. 3-4. Ja. Zeit. Ich bin hier. Komm! Komm! Block schön hoch von Franzi, ein bisschen wie eine Kanonenkugel weggeschossen. Und ein bisschen von der Energie rauskriegt. Ja. Die Aufschläge können noch gerade keinen Druck machen, obwohl der zweite jetzt gerade so gut war auf die Linke, aber Nora nimmt den ganz entspannt an.
Wunderschön. Jetzt findet Franzi wieder zu ihrer Abschlussqualität. Ja, und das Set war auch überragend. Ja, nächsten habe ich. Okay. Let's go. Ja. 4, 5. 14, 15. 14, 15. Ja. Mit dem starken Righty Swing. Nein, hi, Zeit. Alles. Ups. Okay. Ja. Lassen Sie sich das nachher von den Observern bestehen. Ja. Ein Stück über Sabines Schulter eingelegt. Super! Geil! Stark von zu Beinen weggemacht. Okay. Schön nach vorne. Kann sie auch gut sehen, wo sie hinschlägt. Ne? Ja, der Schlag nach vorne raus. Kann man mal gut die Defense sehen. Und wenn da frei ist, dann go for it. Ja. Okay. Ich würde ja schon sehr gerne einen dritten Satz sehen. 6-4. Ja. Und komm, zieh. Ja! Nochmal. Ah, schade. Da braucht Nora einen Ticken zu lange für die Rotation. Und ehrlich gesagt, dadurch, dass Sabine dann quasi mitläuft mit ihr und denkt, ja, vielleicht kriege ich ja den Touch. Ja, wäre der auch, wenn er zum Netz gekommen wäre, ein bisschen schwierig. Ja. Aber sie haben den Touch. Ja. Schöner Surf. Komm! Das war wieder unfassbar solides Set. Ja, unfassbar solide Annahme. Und dann einfach an den beiden vorbeigezogen, nochmal schön rum um ihren Körper gepult. Come on, let's go. Ich dachte kurz, da kommt der linke Aufschlag von Franzi, hat sie einmal kurz angefaked. Und ein Beini, der zu uns rollt. Yes. Endlich einen Ballkontakt gehabt in dem Spiel. Ja, tendenziell kommen gerade auch von Nora und Sabine auch die zweiten Aufschläge. War nicht komplett durchgezogen, aber mit ein bisschen mehr Druck als bei Julia und Franz. Ja, schön hoch und das war sehr smart von Franzi, weil ich könnte mir gut vorstellen, dass sie schon gemerkt hat, dass Nora auf der Position steht und dann hat sie den absichtlich wirklich hochgespielt, um Nora zu überspielen. Mhm. Eine sehr, sehr starke Lösung von ihr. Hi. Auf geht's. Und es fehlt eigentlich ja nur ein Break, ne? Mhm. Zum Ausgleich. Hi, der ist wieder oben. Jawohl! Ah, schade. Also, Ass für Julia und Franzi, das sind immer doofe Situationen. Nora hätte den easy setten können, rollt ihn aber high, Observer gibt ihn clean und dementsprechend... Ja. Aber stark von Julia, dass sie den zweiten auch durchzieht und damit einen Ass schlägt. Absolut. Jetzt sind wir bei 17 beide. Yes. Und da ist das Break, so habe ich mir das vorgestellt. Kommt. Wow. Das ist einfach nur so stark. Voll. Schön die Richtung verändert, den schwierigsten Schlag gewählt. Julia und Franzi machen jetzt gerade sehr dicht am Netz zu. Das, was wir vielleicht eben hatten, dass sie ein bisschen weiter weg standen, machen sie jetzt gerade genau anders. Aber was willst du auch machen, ne? Denn in der einen Situation spielt Nora diesen krassen Pull und in der nächsten spielt sie diesen nach vorne raus. Oha. Und da kommt das Break durch Noras Aufschlag. Hier im Chat tobt ungefähr die wildeste Diskussion noch über den Punkt von ungefähr 12 Punkten. Aber es war auch eine super schwierige Situation. Komm an. 90. Ja. Schade. So ein guter Schuss. Hat ein bisschen am Rim geklippt. Vielleicht musst du gleich noch deine Tasche saven. Ich habe meine schon in die Kabine gelegt. Ich dachte mir schon, dass es noch regnet heute. War so schön von Julia. Abschluss von Julia. Ja. Auch da, ne, sie sieht, okay, Sabine ist da, aber vor mir ist frei, also einfach durchjagen. Ja, und vor allem stand Sabine halt auch alleine auf der Seite. So, Sabine und Nora nehmen gerade Vorhand, Rückhand. Dementsprechend sind natürlich mehr Winkel auf Julias Vorhand. Hier. Offen. Komm! Stark. Ja, du musst ja. Jawohl! Boah, und da war die Defense wieder verladen. Schöne Rallye. Wir gucken uns die nochmal an. Eigentlich ein super schöner Touch von Julia. Ja. Starkes Set von Franzi, aber er geht und dann ein läuft Franzi auch hoch auf die Vorhand, aber Nora zieht den wieder um ihren eigenen Körper. Ja. Sehr stark. Ich glaube, Julias Abschluss lippt halt so einen Ticken zu hoch aus der Defense raus. Ja. Und dadurch haben. Der war aber auch super schwierig, also ja, voll stark, dass sie den reingekriegt hat. Das ist Meckern auf dem allerhöchsten Niveau.
Ja, und jetzt sind es leider wieder zwei Breaks, die beiden hinten liegen. Okay, sie werden aber gerade von dem wahrscheinlich höchst energetischsten Coach Deutschlands nochmal vorbereitet, diese zwei Breaks zu holen. Ja. Paul Schirop ist da bereit. Ich habe den sowohl selber schon mal im Training erlebt und finde, dass er grandioses Training gibt und sich da sehr, sehr viel Mühe mitgibt, als auch letzte Woche in Frankfurt, als er eins von seinen Intermediate-Teams tatsächlich durch dieses Spiel gecoacht hat und er und Rosa da kurz vor Satzpause standen und gesagt haben, okay, was sagen wir ihnen jetzt? Wie können wir sie nochmal nach vorne pushen? Und genau das, was sie ihnen gesagt haben, hat dem Team dann geholfen, genau den Satz zu holen. Also sehr richtig, stark. Richtig cool. Dann bin ich gespannt, was sie da jetzt besprochen haben. Ob wir das wahrnehmen können. Mhm. Okay, Nora hat Aufschlag. Vorhin hat sie damit einen Break geschaffen, weil ihr Aufschlag so stark war und die Scheidlast den Ball nicht aufs Netz bekommen haben. 20, 18. Ja. Oh, der war schön. Erste, ein schöner Cut geht an den Rand. Komm schon, ja, komm, klappt es. Julia pusht Franzi nochmal. 20, 18. Ja. Energie aufgelegt. Ja. Oh. Und Franzi ballert den mega schön weg. Richtig schön, ja. Laure, gute Annahme mit links. Der Aufschlag kam zwar nicht mit so viel Dampf, aber auf die linke Körperseite. Das ist manchmal auch gar nicht so leicht, den dann gut anzunehmen. Sehr schön. 19, 20. Okay, Julias erster Aufschlag ist high. Ich schätze, sie wird jetzt nochmal durchziehen. Bin überall da. Sie hat eben mit ihren Aufschlägen schon Asse generiert. Ja. Anna auf jeden Fall jetzt nochmal. Hi. Und er geht aber leider wieder high. Und dementsprechend sind die Startlers leider im Halbfinale der Deutschen Meisterschaften 2023 ausgeschieden. Und Nora und Sabine als Mashup-Team-Nudeln mit Pfeffer are advancing to the finals.